So, einmal aufsammeln. Stellt bei einem Klingelhageltötung 46% Fokus wieder her. Das kann ich, das könnte ich glaube ich brauchen. Das ist glaube ich gar nicht so schlecht, obwohl ich Klingelhagel noch nie verwendet habe. Ich werde das einfach mal rein smashen und dann mal gucken. Klingenhagel ist das da, gell? Nein, das nicht. Klingenhagel ist was anderes. Das da ist das. Betäube einen Feind mit der mit E und dann. Ja, okay. Kenn ich schon. Habe ich noch nie verwendet, aber kenn ich. Losgeschickt, um zu helfen. Habt ihr das gehört? Alter! Wie viele Pfeile braucht denn der? Gibt's ja nicht. So, wo ist Blutrache? Da gehe ich einfach mal hoch. Sehr schön. Da ich ja sowieso. Also. Da ich ja sowieso da hin möchte wegen dieser einen Quest, ist das eigentlich recht praktisch. Was soll das werden, wenn wir fertig sind? Eine neue Straße? Ein neues Fundament? Sei einfach ruhig und grab weiter. Oder die Orks machen das Loch zu. Der Sklave läuft davon! Echt? Lass sie einfach in Ruhe. Vielen Dank, Waldläufer. Bitte. Wende dich nur kleiner vor. So, mal gucken, was hier los ist. Eine Menge mehr Rohstoff, als wir kriegen können. Müssen die Kriegsmaschinerie am Laufen halten. Gute Nacht. Blutrache. Rächte den Tod von Mockich, indem du Ruck vom Schwarzen Tor tötest. Belohnung 10 Machtpunkte. Ja, wieso nicht? Anzahl von Tötungen 4. Ich nehme sie mal an. 8 Punkte 20. Machtpunkte 20. Ach du Scheiße. Sprengstoff im Waffenarsenal. Deshalb denke ich, werden mit denen marschieren. Für den Fall, dass der Grabwandler Ärger machen will. Mal gucken, wo der ist. Innerhalb von 5 Minuten wird lustig. Wenn ich nicht weiß, wo der ist, ne? Da drüben sieht's noch einem aus. Amuk. Nein. Den brauche ich nicht. Wo ist denn der? Sie haben dich. Was ist denn der Fleck? Ach du Scheiße. Okay. Gut, so groß ist der Fleck eigentlich gar nicht. Da ist Armug, den brauche ich nicht. Dann laufe ich in die Richtung, also komplett in die andere Richtung. Dortan, ganz schön gut eingerichtet. Das gibt's ja nicht. Wo ist denn der? Der muss hier irgendwo sein. Das gibt's ja gar nicht sonst. Wer führt diese Orks an? Sie scheinen ihre Befehle tief aus dem Innern Mordors zu erhalten. Sie nennen ihn den Herrn oder den dunklen Herrscher. Gut, hier ist er nicht. Da drüben ist noch einer. Rug. Das ist der. Okay, Ghoulen haben wir nicht so viel in Anstand durch Fernangriffe, kann durch Fern- und Schattenangriffe verwundet werden, okay. Keine Ahnung, wie wir den noch erledigen, aber wir werden schon irgendwie hinbringen. Schließe den Auftrag ab. Ich habe nur noch knappe 4 Minuten. Ich frage mich, wie der Hammer sich seinen Namen verdient hat. Ob es wohl sein. Freiheit! Setz dich gerne. Wie kannst du so weit springen? Wie wir das jetzt machen, weil wir haben nur noch 3 Minuten. Menschenabschaum! Alle Tore öffnen sich mir! Alle Mauern fallen! Ja, und du wirst mir fallen, ne? Zu
für den dunklen Herrscher! Oder mir gefallen, so nach dem Motto. Aber ich glaube nicht, dass er mir gefallen wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Na, wo willst du denn hin? Mein Lieber. Aua, hoppla. Das ging ein bisschen schief. Ach du Scheiße. Es war knapp. Ach, schon wieder. Jetzt wird's dann unlustig. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die anderen loswerde. Durch meine! Ich kann nicht den einen abwehren und den anderen ausweichen. Das packe ich einfach nicht. Ja, das kenne ich schon. Aber je öfter diese Meldung kommt, umso schlechter wird's, ne? Ach du Scheiße. Der ist ziemlich heftig. Ja, wenn diese Meldung jetzt noch ein paar Mal kommt, dann... Ich kann nicht ausweichen. Oh, ich hab's verkackt. Oh, Mist. Du warst nicht mehr als eine Ablenkung. Ja, das reicht doch auch, oder? Ablenkung, hallo? Okay, jetzt verstreicht Zeit und jetzt kommen neue Gegner. Okay. Oh, Mist. Okay, umso mehr Leute sterben. Okay, wenn ich sterbe, verstreicht Zeit und dadurch kommen mehrere Uruks. Na toll. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Ah ja, okay. Gut, was machen wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt eigentlich gestorben, das ist nicht so geil. Jagd! Greife Krupplik Klingenmeister auf der Bestenjagd an, um Saunsemee zu schwächen. Blutrache, räche den Tod von Lorenzo von Matterhorn. Ist ja geil. Ich glaube, das ist ein anderes Spiel, also weil ich das mitbekommen habe, oder? Ich glaube fast. Ja. Das ist sehr lustig. Okay. Kleiner Hau mit dem Matterfan. Zerbrochene Erinnerung. Okay, was können wir? Die Rangleiter empor, da können wir Redback wieder helfen, okay. Ja. Puh, machen wir noch irgendetwas? Das da? Oder? Naja, Blutrache will ich jetzt nicht schon wieder machen. Habe ich gerade so schön gefailt. Ich gehe einfach mal zu dem hier, ne? Ist nicht weit weg. Blutracheaufträge. Blutracheaufträge lassen dich die Tode anderer Spieler rächen. Gehe zu der Blutrache, um den Hauptmann zu töten, der sie besiegt hat. Ja. Haben wir schon versucht, hat mich ganz gut. Hat mich ganz gut gehabt. Sei doch einfach still. So, hier. Ah, das ist glaube ich die Stelle auch, wo. Nee, ich glaube nicht. Das wäre schon sehr bitter. Ich kann keine Schütze brauchen. Aber hier geht's ziemlich um, ne? Hallo? Unglaublich, dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Ja, lauf doch einfach.
Okay, sie sind weg. Frage ist nur, wo die andere Quest immer ist, ne? Hier rüben, hier ist eine... Ach du Scheiße, da werden wir noch viel zu tun haben, glaube ich. Okay, ja, ich muss aufhören, das leise zu lesen. Ich laufe jetzt einfach mal hier hin. Wir sind ja nicht so weit weg, da kann ich ruhig da hinlaufen zum Methilien. Können wir alle Hauptmänner sein? Reicht das? Ich will Häuptling sein! Wenn wir ihn so töten, dass er nicht wieder aufersteht, werden wir an der Seite des dunklen Herrschers aus Mordor ausmarschieren. Der wäre gleich einmal weniger. So, ich kann mich noch erinnern an meine erste Session oder so. 32 oder höher als 32er Skill. Also Kombo halt. In dem Fall. Ah, wirklich? Das wäre wahrscheinlich ich gewesen sein. Na komm her. Du nervst mich nicht. Und noch einer weniger. Oh, das war's. Hey, lass mich einfach links liegen, oder was? Viel Spaß mit dem Karagor. Ich gehe jetzt einfach zu meinem Methilien und fertig. Da oben reist auch ein Karagor noch. Eine Ork-Mannschaft. Huch! Was da los ist. Ivab Gelebren. Okay. Sagt mir nichts. So, wir haben kein Ziel gewählt. So, raus aus dieser Geisterwelt. Karagor. Ach du Scheiße. Also Karagor sind heftig, weil man sich da nicht gut verstecken kann vor denen. Und irgendwie meine Leertaste nicht funktioniert. Ich gebe es gern zu. Ich gehe einfach mal hier entlang. Hier, ach du Scheiße, hier sieht's ja. Das ist eigentlich ein geiles Versteck. Komisch, dass hier eigentlich noch keiner drauf gekommen ist. Die Ausgestoßenen. Hiragon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Udun lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleich dich in die Festung durch und befreie die Ausgestoßenen. Ah, nur noch kurz zur Info. Im Ladescreen gibt es immer so kleine Infos. Die erste Info, die ich hatte, war, dass die Ioret den Sohn geboren hat oder halt schwanger mit ihm war. Und dadurch der Vater Talion und ihr geholfen hat, am Schwarzen Tor zu kommen, wo sie eben leben konnten, ja, ohne dass er in Gefangenschaft ist. Und die zweite weiß ich jetzt nicht mehr, was das war da nicht so interessant, das war da schon eher ein bisschen interessanter, weil dann kann man auch die Vorgeschichte von Talion ein bisschen, ja, kommt man auch ein bisschen näher ran. Ah, die zweite, wo, glaube ich, wo er mit einem anderen Sklaven geredet hat oder Gefangenen geredet hat, am Schwarzen Tor, wodurch dann der andere aber bestraft wurde, weil er ungehorsam war, ja.
Fangen wir an, ne? Sonst quatsche ich wieder unnötig durch die Gegend. Fühl dich wie zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit. Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Mit ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog, hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck, dem Vergiften von Orks. Folge mir. Hitlers, das klingt komisch. Als ich das Schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Tyrgon. Okay, also seine Frau. Er hat eine Frau in dem Fall. Oh, das Lager kennen wir, ne? Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Ich möchte den Vorposten von Udo nie wiedersehen. Ich habe Kräuter nicht. Für das Gift. Da werden zu viele Sklaven durchgeschleust. Ihr habt recht. Sie werden alle woanders hingeschickt. Ein oder zwei Tage sind einfach nicht genug, um sie ausführlich zu foltern. Was muss ich tun? Erdenbrot. Naja. Es ist zu kalt, es ist zu nass, es ist zu dunkel. Worüber beschwerst du dich? Er beschwert sich nicht, das ist nur, was die Sklaven immer sagen, wenn sie gerade nicht um ihr Leben flehen. Ah ja. Da oben ist er. All diese Bleichhalte verpesten die Luft auf Festung Marm. Das ist gar nicht mal so übel. Das sind so viele, dass es denen nicht mal auffallen würde, wenn ein oder zwei fehlen, wenn dir mal nach vorne ist. Okay. Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleichhäute härter arbeiten lassen. Als ich vorhin auf Patrouille war, konnte ich spüren, wie mich etwas beobachtet. Ich glaube, es war dieses seltsame Geschöpf, das Snagok. Hitlers, der blühende Strauch Hitlers ist... Das klingt so falsch. Das klingt echt so falsch. Ist in den südlichen Reichen Mittelerdes zu finden. Seine feierliche, beinahe betörende Erscheinung verschleiert sein tödliches Wesen. Die gesamte Pflanze ist bei Verschlucken oder falscher Handhabung giftig. Die Uruks nennen Hitlers Saurons Geschenk und halten sich davon fern. Meuchelmörder in ganz Mordor pflücken mit speziellen Handschuhen die Hitlers Beeren, die getrocknet und gemahlen ein Geruch und farbloses Gift ergeben. Im Getränk eines Opfers entfaltet es dieselbe tödliche Wirkung wie Nachtschatten oder Tollkirschen.